Hey, willkommen zur 13. Folge von Gran Turismo 6. Und ja, wir schauen mal in die Garage. Wir haben jetzt hier schon 8 Fahrzeuge. Den haben wir gewonnen. Den muss man als erstes kaufen. Den haben wir auch irgendwo mit gewonnen. Der hier war ein Geschenk. Den habe ich mir gekauft, um irgendwo mitzumachen. Hat aber leider nicht so ganz funktioniert. Aufgemotzt. Und den habe ich mir gekauft in der letzten Folge. Und jetzt brauchen wir wieder einen 86 GT irgendwas, Subaru oder Toyota. Gucken wir mal bei Subaru. BRZ S12, ich glaube, das war... Da verliert man ganz schön schnell den Überblick. Hier war irgendwas mit 86 irgendwo. Richtige. BZR 98? Nein, das war es nicht. Hier 86 Racing 13, 86 GT 12. Welcher von denen könnte jetzt mehr Power haben? Glaube, bei dem hier steht Racing drin, der muss irgendwas an sich haben. Nicht, dass es jetzt nur mit 12 geht oder so. Ich gucke lieber nochmal. Also den hier mal vormerken. 86 Racing 13. Jo, 86 Racing 13. Und dann holen wir uns doch den. So, noch mehr Geld ausgeben hier. Farbe auswählen. Wir wollen natürlich Crystal Black Silicia. Und kaufen. Ja, wunderschön. Neues Fahrzeug wird geliefert. Immer her damit. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie schnell das Auto sein darf. Dann wird es natürlich noch ein bisschen aufgemotzt. Und mich nicht ständig aufrege. Also baue. So, 430 darf es haben. Die Reifen sind hier erlaubt. Sport hat oder weniger? Ach Mann, warum verlasse ich das? Sport hat oder weniger? Schon drin. Kupplung und Schwungrad. Ach Mann, warum mache ich hier immer so Leistung? Musik.
430. Turbosatz. Das ist schon zu viel. Und den hier noch, so. Da wechseln und dann noch gerade so am Limit. Los geht's. 86 und BRZ Festival. Fuji Air Speedway. Fliegender Start schon wieder. Ich starte schon wieder als Zehnter. Also dafür, dass ich jetzt wieder so viel Geld ausgegeben habe und dann für die Goldtrophäe nur so 7000 bekomme. 7340 ist es ganz schön viel Aufwand, was ich gerade betrieben habe. Nur um das scheiß Auto hier zu bekommen. Aber irgendwann kriegt man sowieso wieder so eine Herausforderung, in der wir über 100.000 oder so wieder bekommen. Drei Runden schon wieder. Und wir sind gerade mal auf Platz Nummer 7. Möglich, dass wir jetzt auch gar keinen mehr kassieren, oder doch? Oder auch nicht? Ah! Wie lang ist so eine Runde? Sag mal, fährt hier eigentlich ein Japaner mit oder so? Denke mal, das ist eine japanische Strecke, oder nicht? Alter, die sind ja alle schneller wie ich. Aber wenigstens noch alle vier in meiner Nähe. Das heißt, es gibt noch eine Chance. Musste der jetzt bremsen? Klar, dass ich in den Rhein fahre.
Ja, auf jeden Fall erstmal Erster. Mann! Gleich irgendwie da wieder irgendwelche Scheiße bauen hier. Aber fahren die alle dasselbe Auto? Das ist alles so blau. Scheiße. Und dann haben wir noch eine Runde vor uns, der wir erst bleiben müssen. Keiner hetzt mich jetzt, oder? Nicht vergessen zu schalten. Könnte unter Umständen auch tödlich sein. Haben wir es geschafft? Jetzt geht's nur noch Richtung Ziel und dann haben wir auch dieses Event hier abgeschlossen. Und das auch in Gold. Ja, wir fahren jetzt nicht in die Box. Kannst du vergessen. Wir fahren schön ins Ziel. Und... jawohl, Ziel. Und wir sind Erster, ne? Na guck mal, kein einziger Japaner, der hier mitfährt. Schade. Ich hätte gedacht, da fährt hier ein Japaner mit. Welche Ausländer hier. Besonders der, der auf dem ersten Platz hier gefahren ist. So. So, wir versuchen es nicht erneut. Wir verlassen das Ding hier. Bekommen wir jetzt irgendwas dafür, dass wir beide als Erstes abgeschlossen haben? Natürlich nicht. Nur in Gold. Es gibt gar nichts, was soll der Scheiß. Gut, dann... wie viel lange haben wir noch? Eine Viertelstunde kann man noch. 5 Minuten rennen. Da hört's schon auf. Wir versuchen uns mal einen Kart. So, ganz kleine Strecken hier. Beitritt nicht möglich, Fahrzeug wechseln, natürlich passende Autos. Auch noch Tune? Das wär's. Doch, Leistung. Also. B. Also. Egal.
Wir versuchen es einfach mal. Erstes Kartrennen. Sunday Kart Junior Rennen 1. Gran Turismo Arena. Nennen die. Wow, wir starten als Vierter. Wie das denn? Wir starten nicht als Letzter. So, hier kann ich mal wieder nicht schalten. Oh, Alter. Ich hasse es jetzt schon wieder. Ah. Alter. Ah, nicht rammen. Dann bin ich allergisch gegen. Jawohl, Erster. Ha. Aber auch nur gerade so. Wow. Nee, interessiert mich nicht die Scheißwiederholung. Aber mal wieder 3 Sterne verdient. Man gewinnt auch kaum noch irgendwelche Autos. Fällt mir gerade auf. Sonst hat man doch immer, wenn man irgendwas abgeschlossen hat, immer mal ein Auto gewonnen. War jedenfalls so in Gran Turismo 5 so. Hat man eine kleine Kategorie abgeschlossen, wurde einem mein Auto geschenkt. Rundenanzahl 2, na toll. Ich starte aber schon wieder als Vierter. So, dann los. Ne? Los! Ja, werde ich erstmal hier überholt, ne? Und gerammt, weggedrängt. Ich glaube, in Gran Turismo 5 war es auch genau die Strecke, die ich gehasst habe. Alter, ist schon so unfair, gerade. Die sind schon gar nicht mehr einzuholen.
unmöglich. Sollte verboten werden hier. Ein Stern, mehr kriege ich ja nicht. Toll, ich beende es, wie ich es angefangen habe. Zwar als Förder. Nein, ich kriege noch nicht mal einen Stern oder so. Doch, ein. Ja, habe ich doch gesagt. Wenn Sie Probleme haben, Rennen zu gewinnen, lassen Sie Ihr Fahrzeug in GT Auto tunen oder Sie begeben sich zum Autohändler und tauschen es gegen ein schnelleres Modell an. Bei empfohlenen Autos finden Sie eine Auswahl an Fahrzeugen für verschiedene Klassen und Veranstaltungstypen zu günstigen Preisen. Dieses Angebot sollten Sie nutzen. Ich werde es erstmal erneut versuchen. Ey, das kann nicht sein, dass die mich hier gleich sofort überholen. Wir müssten doch eigentlich dasselbe haben, oder nicht? Oder die haben ja hart getuned, wie auch immer das gehen soll. Ey, sag mal. Nein, Alter, der hätte mich fast abgedrängt hier. Jetzt komme ich nur als Zweiter rein. Nochmal, jetzt überhole ich den, ne? Oder? Nein. Natürlich nicht. Jetzt bekomme ich meinen zweiten Stern dazu. Aber komm jetzt als Erster los. Nach dieser Runde mache ich dann auch Feierabend. Erstmal für heute. Die Folge ist schon lang genug. Ich bin Erster, wenn ich den Platz halte, dann... Ich hoffe, dass ich den halten kann. Ah!
hasse es. Wenn irgendein Rad abhebt und die Lenkung hier anfängt rumzuspinnen. Aber, erster. Super. Gut, hätten wir das auch mal erledigt. Bekommen jetzt hier unseren dritten Stern. Wieder einen Stern dazu gekriegt. Mann. Ich will nicht hier irgendwie das große Geld machen, indem ich einfach nur die Rennen tausendmal wiederhole. Alle Kartrennen in dieser Folge zu quetschen. Oh, scheiße. Das sieht schon so scheiße aus. Ich finde das mit den vielen Lichtern hier ein bisschen verwirrend. Na los. Geht doch. Mal gucken, wie viel Versuche ich jetzt brauche. So lange wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr, aber egal. Was? Ich bin Erster. Quatsch. So eine scheiß Mini-Kartbahn hier. Und dann werde ich auch noch direkt Erster. Ich weiß gar nicht, ob das nötig ist, so viel zu bremsen. Fühlen sich eigentlich relativ stabil an auf der Bahn. Aber ich will hier mal nichts riskieren. So, Wiederholung tun wir wieder überspringen. Drei Sterne, gleich mal als erstes beim ersten Versuch gewonnen. Dann machen wir in der nächsten Folge halt die 5-Minuten-Rennen. Ich hoffe, das schaffen wir. Und ja, bis denne.